Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Und Hugendhobler Schweizer Kochsysteme, der Partner für innovative Küchenkonzepte und wirtschaftliches Küchenmanagement. Haben Sie gewusst, dass Kaffee offiziell ein lebensnotwendiges Gut ist? Was wie ein Witz tönt, ist eine Tatsache. Der Bundesrat hat nämlich letztes Jahr entschieden, dass die eingelagerte Notreserve von 15'000 Tonnen Kaffee weiterhin bestehen soll. Grüezi und ganz herzlich willkommen. Heute dreht sich bei uns alles um die kleine schwarze Bohne. Bei seinem Entscheid, Kaffeebohnen weiterhin einzulagern, hat der Bundesrat erklärt, dass Kaffee zwar keinen Beitrag auf die Nahrungsenergieversorgung leistet, aber er sei, Zitat, Motivator und Leistungsförderer. Und vielleicht ist er ja genau das auch für Sie. Auf Christina Engeler trifft das absolut zu. Ohne Kaffee läuft bei ihr gar nichts. Und beim Kaffee & Deeds steht neben Kaffee und Kuchen vor allem der Mensch im Vordergrund. Für Marco Briotti ist Kaffee mehr als nur ein Genussmittel. Es ist seine Leidenschaft. Und genau dank dieser hat er nach einer langen Burnout-Zeit auch wieder zurück ins Leben gefunden. Seit bald einem Jahr führt er eine Rösterei und Kaffeebar in der Altstadt von Lenzburg. Kaffee machen ist definitiv eine Wissenschaft. Es ist nicht so, dass man einfach nur einen Knopf drücken kann und dann kommt ein qualitativ gutes Kaffee raus. Ich weiss nicht, ob man sagen kann, das Wichtigste, aber was wichtig ist, ist definitiv mal ein dickwandiges Tastlim, teilentkalktes Wasser, ein hochstehendes Produkt, die richtige Brühtemperatur und viel Zeit. Die Kaffeerösterei und Kaffeebar Don Camillo gibt es seit Dezember 2019 in der Altstadt von Lenzburg. Marco Briotti führt das Lokal gemeinsam mit seiner Frau und Tochter. Wir sind nicht einfach nur eine Kaffeeschenke. Wir verstehen uns als Multiservice alles um den Kaffee herum. Wir rösten das edles Produkt, das man posten kann. Wir schenken es aus, ist klar. Wir verkaufen die Maschinen in allen Preissegmenten. Wir warten die Maschinen. Wir bilden die Leute aus. Sprich, wir gehen seit 2006 Barista-Seminar. Viel Freude. Marcos erster Beruf ist Automechaniker. Später absolviert er ein theologisches Studium, verdient sein Geld damit, Gastro-Kaffeemaschinen zu reparieren. So hat er jahrelang Know-how gesammelt. Das ist meine Bella. Die kommt aus Florenz und ist für mich das Nonplusultra. Die Maschine hat drei isolierte Boiler und man kann jeden einzeln ansteuern mit der Temperatur. Man kann den Druck einzeln ansteuern. Es gibt einzelne Kaffees, die brauchen vielleicht mehr Druck oder weniger Druck und das kann man da alles selber steuern. Auch das Kaffee-Rösten ist eine Wissenschaft für sich. Nicht jede Bohne braucht die gleiche Temperatur und Dauer, um ihr bestes Aroma auszubilden. Beim Kaffeerösten kommt es darauf an, dass man ein gutes Naturprodukt hat und dass man sich Zeit nimmt. Wir leben im Zeitalter von Fast Internet, Fast Food. Beim Kaffeerösten braucht man ganz viel Zeit, wenn man die Aromastoffe aus den einzelnen Bohnen rauskützeln will. So grosse Röstereien, die vielfach 350 Kilo in 6,5 Minuten rösten. Und Mikroröstereien, die nehmen sich Zeit, das Ganze auszudehnen bis 15 Minuten. Und die Mengen sind natürlich viel tiefer. Marco kennt die Bauern, von denen er die Bohnen bezieht und kommuniziert mit ihnen per E-Mail oder Skype. Wir arbeiten mit Leuten zusammen, die wir wissen, sie haben ein Produkt, das sehr hochstehend ist, qualitativ. Und gleichzeitig ist uns wichtig, dass man der Umwelt schaut und dass auch nicht gespritzt wird. Es ist leider so, dass in Minazerei in Brasilien es Bauern gibt, die sind auf Plantagen gewesen, wo gespritzt worden ist. Und das deutsche Fernsehen hat das aufgedeckt, dass die vielfach
ab 40 Parkinson bekommen haben. Und das ist zurückzuführen auf eines von diesen Pestiziden, die versprüht worden ist. Es hat auch etwas mit mir zu tun, wenn es meinem Bruder in Afrika oder in Lateinamerika nicht lang zum Essen. Auch er betet am Morgen, gib uns unser täglich Brot und hungert. Die Bauern, die wollen nicht von uns Almosen, sondern die wollen fair entlöhnt werden für die harte Arbeit, die sie leisten. Und das ist das Gleiche eigentlich auch hier in Europa. Es würde keiner gratis arbeiten oder für den halben Lohn. Wieso sollten die das machen? Im oberen Stock sind Marcos Tochter Larissa und Ehefrau Yvonne daran, den Barista-Shop und Seminarraum einzurichten. Nach seinem Studium hat Marco über 10 Jahre in verschiedenen Freikirchen als Pastor gearbeitet. Jedes Mal musste er das Arbeitsverhältnis wegen eines Burnouts abbrechen. Wenn ich so zurückdenke, dann merke ich, ich habe nicht viel Zeit ins Vorbereiten von Predigten investiert, aber ich habe viel Zeit in Menschen investiert. Und wir haben miteinander einen Kaffee getrunken, sie haben ihre Lebensgeschichte erzählt. Und das sind Geschichten, die sind mir enorm nahe gegangen. Und die habe ich so wie auch in mich hineingefressen, ich konnte die wieder nicht verarbeiten. Und ich glaube, das ist sicher ein Teil, der mich krank gemacht hat. Was mir definitiv gefällt hat, war die Supervision. Bei jeder neuen Stelle als Pastor hat sich das wiederholt. Und jedes Mal, wenn ich aus dieser Geschichte rausgekommen bin, habe ich gedacht, ja nein, jetzt weiss ich, auf was ich achten muss. Das passiert mir jetzt nicht mehr. Und erst beim dritten Mal, ich habe dann die Ärztin gewechselt, hat sie gesagt, die Spiele, die machen wir jetzt nicht nochmal. Und hat mich in eine Burnout-Klinik eingeliefert. Und ich denke einfach, das ist wirklich etwas vom Besten, was mir im Leben passiert ist. Marco fängt an, die Ursachen seiner Burnouts aufzuarbeiten. Bald darauf unterstützt ihn auch die IV, beruflich neue Wege einzuschlagen. Und was um die Frage gegangen ist, was könntest du machen, habe ich eigentlich festgestellt, ich habe eigentlich gar nicht so viel Wissen in den einzelnen Bereichen. Ich habe auch keine Vision, was ich aus meinem Leben machen könnte. Die einzige Leidenschaft, die ich hatte, war, ich hatte eine gute Kaffeemaschine daheim. Und ich habe mir jeden Morgen Zeit genommen, einen Cappuccino zu gießen und habe mich an dem erfreut. Und darum war das so wie klar, ich möchte etwas mit Kaffee machen. Marco macht ein mehrmonatiges IV-Praktikum in der Kaffeebar und Rösterei Adrianos in Bern. Zum einen wartet er die Kaffee- und Röstmaschinen und kann dort auch viel lernen. Dort ist so wie die Vision bei mir, gewachsen, selber eine kleine Rösterei aufzumachen, einen Barista-Shop, einen Kaffeeladen und einfach auch Menschen erfreuen mit einem guten Kaffee. Seit Marcos Don Camillo hat, ist er wirklich am Aufblühen. Er findet Ruhe in seinem Geschäft. Er hat mega Freude, wenn er Kaffee rösten kann, voller Leidenschaft und die Kaffeemaschine verkaufen. Und er liebt unsere Gäste und es hat immer wieder Platz für ein gutes Gespräch. Heute geht es Marco gut. Er hat gelernt, mit seinen Grenzen umzugehen. Viel Freude. Danke. Natürlich ist selbstständig auch Druck, aber es ist anders. Als Pfarrer, als Pastor machst du Administration, Statistiken, du musst irgendwelche PowerPoints vorbereiten. Das war wirklich nicht meine Leidenschaft, definitiv nicht. Da drin mache ich eigentlich das, was mein Herz schlägt, bin da im Element. Bei mir geht das Herz auf, wenn ich einen Cappuccino geniessen kann. Nach 3,5 Monaten muss Marco im Frühling 2020 das Café wegen Corona vorübergehend schließen. Trotzdem kann er in der Altstadt von Lenzburg Kaffee verkaufen. Cristiano war ursprünglich ein dänisches Postvelo, das wir umgebaut haben zu einem Espressomobil. Im Lockdown war es so, dass wir zu waren wie alle anderen auch. Aber wir konnten wegen Cristiano Coffee to go machen. Und es hat sich dann umgesprochen. Machen wir Cappuccino oder Espresso? Cappuccino gerne. Während Covid sind bewusst Leute gekommen, die nicht mal einen Kaffee wollen. Die haben einfach gesagt, mir geht die Decke auf den Kopf, niemand hört mir zu. Ich wäre einfach froh, wenn ich von Zeit zu Zeit vorbeikomme und wir auf der Distanz miteinander Schwätzchen haben.
Und dann sind die vielfach mit einem besseren Gefühl nachher wieder gegangen. Oder? Kirche hat nichts mit einem Gebäude zu tun, mit Glocken, sondern Kirche ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Schönen Nachmittag. Merci, ja, bis zum anderen Mal. Kaffee bedeutet Gemeinschaft und Gemeinschaft verändert. Das weiss auch die reformierte Kirche Hirzenbach in Zürich. Sie haben darum ein Quartier-Kaffee eröffnet. Heute ist das Kaffee und Tiez mehr als nur ein Ort, wo es Cappuccino und feine Küche gibt. Am Morgen um 9 Uhr öffnet das Coffee and Deeds im Wohnquartier Hirzenbach. Anja Renz bereitet mit Rose alles vor. Ich bin ein Teil der Betriebsleitung. Ich bin zuständig für das Kaffee. Das heisst, ich mache die Schichtplanung, ich teile die Freiwilligen ein und die Mitarbeiter ein. Ich mache Buchhaltung, koordiniere, Mitarbeitergespräche machen. Ganz viele verschiedene Sachen. Insgesamt mit allen Freiwilligen sind wir etwa um die 70, 80 Leute. Die machen da ganz verschiedene Bereiche mit. Wir haben eben im Service oder an der Kaffeemaschine. Wir haben Leute, die kommen putzen, Leute, die kommen backen, Leute, die uns Tüchli waschen. Und ja, wahrscheinlich habe ich jetzt noch ganz viele Sachen vergessen. Deborah ist eine der Assistentinnen der Betriebsleitung und arbeitet seit über 3 Jahren mit. Unter anderem bin ich für das Backteam zuständig, das mittlerweile sehr gewachsen ist. Es sind doch über 20 Leute. Da braucht es einfach auch viel Küche für jeden Tag. Vor allem am Wochenende ist es immer schön, wenn wir etwas Frisches anbieten dürfen. Das schätzen wir und die Gäste vor allem. Und der Regalverkauf wächst auch immer mehr und ist überwiegend aus der Region. Doch für Deborah ist das Coffee and Deeds mehr als nur ein Arbeitsplatz. Ich profitiere natürlich auch mega, weil durch all die Jahre sind auch Freundschaften entstanden, die zum Teil sehr tief geworden sind. Und das schätze ich mega. Und dass Gott einfach den Segen geschenkt hat, dass Kaffee besteht darf und wachsen darf. Ich arbeite in der Spitex und wir haben 15 Minuten Pausen und ich geniesse es immer, wenn das offen ist. Und das ist einfach ein Begegnungsort, der harmonisch ist. Da kann man gut abschalten, wenn man einen ganz strengen Tag hat. Und die Leute sind angenehm, die Atmosphäre ist schön. Wir haben es mega vermisst während der Corona-Zeit. –2015 wurde das Café eröffnet. Benny Bucher war damals der Projektleiter, der die Vision der Kirchgemeinde realisiert und koordiniert hat. Der Gedanke von einem Café, von einem schönen Ort im Quartier, der ist von vielen Leuten aus der Gemeinde, aber auch von Gemeinden rundherum entstanden, weil wir gemerkt haben, die Leute kommen nicht mehr einfach so in die Kirche, wir müssen zu den Leuten gehen, müssen ins Quartier gehen. Vor 6 Jahren war in diesem Gebäude noch kein Café. Und Benny hat im Gebäude der Reformierten Kirche Zürich-Hirzenbach nebenan gearbeitet. Der Wunsch für das Kaffee von uns als Kirche war immer, dass es eben mehr ist als nur Kaffee. Das war für alle klar, die gesagt haben, ja, ich will mich da investieren. Es geht nicht nur um den guten Espresso und um den guten Cappuccino, sondern wirklich auch darum, dass Menschen mehr überkommen. Wir haben 3 Sätze gemacht. Wir wollen Qualität bieten im Quartier. Wir wollen Begegnung schaffen unter Menschen. Wir wollen vor allem auch Begegnung schaffen von Menschen mit Gott. Es war nicht so, dass die Kirche einfach eingeschlafen war. Und wir darum haben gefunden, jetzt müssen wir raus, wir müssen etwas machen, dass die Leute wieder in die Kirche kommen. Es hat gar nicht funktioniert, wenn die Kirchenbänke leer gewesen. Also das Kaffee hätte nicht können so entstehen mit, eben unter Mitwirkung von so vielen verschiedenen Leuten. Die hätten wir ja dann gar nicht gehabt. Und das ist eigentlich ein Grund, warum das auch so gut angelaufen ist. Es sind von Anfang an so viele Leute mit Herzblut dabei gewesen. Was hast du schönes gebracht? Mittlerweile bringt Parul etwas Selbstgebackenes. Das Backteam investiert die Zubereitungszeit ehrenamtlich. Coffee and Deeds übernimmt die Kosten für die Zutaten. Seit 6 Monaten habe ich für Coffee and Deeds Cupcakes gebacken. Coffee and Deeds ist eine wunderbare Initiative und ich helfe gerne.
Wir haben ganz viele verschiedene Freiwillige, viele aus dem Quartier, viele auch von weiter weg, zum Teil auch andere Nationalitäten. Das ist sehr spannend, aber auch herausfordernd, vor allem wenn dann die Sprache noch eine Barriere da ist. Wobei man kann vieles einfach auch zeigen oder man kann Learning by Doing sehen, wie man es macht und dann einfach nachher viel erklären. Raffaella Turki ist die Hauptbetriebsleiterin für den Dietz-Teil. Dietz bedeutet Taten und steht für den sozialen Aspekt des Cafés. Wir wollen nicht nur für das Wohl der Leute, das Kaffeewohl, Sandwich, Hunger und Durst etwas tun, sondern wir denken, die Leute brauchen auch wie ein geistliches Wohl oder wir wollen in der Nöte helfen. Bei uns ist auch auf der Menüliste gratis Gebet. Wir bieten also auch ein Gebet und ein offenes Ohr anbieten, Hilfe bei der Wohnungssuche für die, die brauchen. Oder jemand ist auf mich zugekommen, ich suche einen Laptop. Dann kann man eine Wappe schreiben. Wir wollen einfach eine Gemeinschaft bieten, weil ich sage, die grösste Not, die es momentan gibt in der Gesellschaft, ist die Einsamkeit, die Anonymität. Und wir wollen da wirklich eine zweite Familie geben, den Leuten. Also wir sind der Meinung, dass jeder Mensch etwas zum Geben hat und auch immer wieder etwas braucht. Und das ist so der Ausdruck von dem, die Wappenwand. Das soll wirklich eine Plattform sein, wo jeder das bringt, was er hat. Sei es jetzt in Gaben oder Stärken oder ein Gegenstand, aber er kann suchen, wenn er etwas am Suchen ist. Im dritten Raum des Coffee & Dietz finden verschiedene Anlässe und Kurse statt. Filmabende, Gesprächsrunden, Eltern-Kind-Singen. Auch die Pilates-Stunden am Freitagmorgen sind begehrt. Ich wohne gerade ganz in der Nähe auch. Und ich finde das super. Man kann hier ein bisschen sprecheln und ein bisschen käfeln und ein bisschen Gedanken austauschen. Ich finde das ideal. Okay, Ladies, noch ein Durchgang. Das sieht gut aus. Kunterbunt gemischt, jung, alt, egal was für einen sozialen Status, egal welche Herkunft, von welchem Land, einfach zusammenbringen, das Miteinander. Das war unser Ziel. Und ich finde es ein Vorrecht, wenn man so Zeit davon hat. Wenn Raffaella im Café ist, führt sie viele Gespräche mit Gästen. Heute hilft die ausgebildete Juristin einem Gast beim Ausfüllen der Steuererklärung. Der Herr ist auf uns zugekommen, ist eine Vermittlung vom Sozialzentrum. Und ich habe dann mit ihm diskutiert, sage, ja, seit 11 Jahren sind sie ja jetzt hier in der Schweiz. Und es bringt nicht viel, wenn ich jetzt weiterhin immer einfach die Steuererklärung ausfülle. Sondern, hey, wenn sie es nicht gerade lernen, und jetzt füllt er sie selber aus. Und ich wollte wirklich unkompliziert jetzt gerade helfen und nicht einfach die Leute wieder wegverweisen für nochmal einen Termin. Im Café gibt es mittlerweile auch viele Stammgäste. Peter ist einer davon. Er wohnt nebenan in einem Haus für betreutes Wohnen. Wie geht's dir? Hey, schön, dass da ein Café aufgemacht worden ist. Das habe ich nie gedacht, dass es so rauskommt. Aber es ist wirklich schön, hier zu Menschen kennenzulernen, zu Kontakt pflegen. Der Kaffee hat mir sehr geholfen. Früher kann ich nicht Deutsch sprechen, ich kann nicht Kaffee machen. Und momentan habe ich gearbeitet. Jetzt kann ich Kaffee machen, kann ich kassieren und servieren auf Aromen. Das ist, gefällt mir sehr. Es ist eine Organisation, die in der Stadt Zürich für Flüchtlinge zuständig ist. Auf uns zugekommen, hey, kann Noella hier ein Training machen. Bei uns muss sie laufen wie im ersten Arbeitsmarkt. Die Leute wollen ihren Cappuccino und ihre Gipfeli. Und wir haben das Ziel, dass sie dann auch mal langfristig eine Stelle haben können, um ihr Einkommen zu haben und im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Einmal im Monat bringt Eva etwas Selbstgebackenes. Zusätzlich arbeitet sie einmal in der Woche im Café. Eigentlich habe ich gedacht, ich wollte etwas geben. Ich komme hier zum Mithelfen, Mitschaffen, andere bedienen und fühle mich aber selber immer mega beschenkt, wenn ich wieder gehe. So viele gute Begegnungen und Gespräche, auch sehen, wie die Leute Freude haben an dem, allem, was frisch zubereitet ist.
Die Zeit, die man eben auch hat, um mal anzuhocken und mit jemandem zu sprechen, das merke ich, das gibt mir selber auch viel. Christina Engler ist eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin. Als sie vor 8 Jahren auch noch anfängt, in einem Kaffee zu arbeiten, hat sie nie gedacht, wie sehr das ihr Leben verändern wird. Ich gehe nicht aus dem Haus, wenn ich keinen Kaffee getrunken habe. Ich glaube, das macht mich auch vollständig, einfach eine Tasse Kaffee am Morgen. Mit Freunden gehe ich sehr gerne Kaffee trinken in 5 Schilling. Das ist mein Lieblingsort. Vor 8 Jahren sucht Christina Engler einen Job und entdeckt das Elements Café in ihrem Quartier bei Lörrach, nahe der Schweizer Grenze. Mir ist es eigentlich nie aufgefallen, dass es dort ein Café gibt. Und am selben Tag habe ich gefragt, ob sie noch Personal suchen. Und wurde sehr, sehr herzlich empfangen und durfte auch sofort auch anfangen zu arbeiten. Ich war in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Ich bin frisch Mama geworden, also meine Tochter war 1 Jahr alt. Ich war in einer Ehe, die sehr, sehr schwierig war. Wir waren jung, jeder mit seiner Vorgeschichte. Christina lernt schnell und wird bald Teamleiterin im Café. Doch sie hat selbst nie eine Ausbildung abgeschlossen. Im Alter von 14 Jahren kommt sie wegen einer Autoimmunkrankheit von Russland nach Deutschland. Ich bin eigentlich in sehr schwerem Zustand schon hierher gekommen mit einer Leberzirrhose, weil die Ärzte in Russland einfach nicht gewusst haben, was das ist. Und aufgrund der Medikamente bin ich sehr dick geworden und habe meine ganzen Haare verloren. Und das heißt, mit Alter von 14 Jahren hatte ich eine Glatze, war in einer Schule ohne die richtige Sprache, was für mich natürlich sehr, sehr schwer war. Mich aber auch ein Stück weiter sehr hart gemacht hat. Im Team knüpft sie tiefe Freundschaften, die bis heute bestehen. Sie trifft sich regelmäßig mit den Freundinnen zum Austauschen. Im Café damals erlebt sie auch das erste Mal, wie Menschen füreinander beten. Das war für mich einfach erstens eine große Ehre, dass jemand für mich betet. Und dass Menschen einfach liebevoll miteinander umgehen in Stresssituationen. Und wir hatten wirklich manchmal volles Haus und sehr stressig. Ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es nicht gespielt, dass es wirklich, sie lieben es. Das war ein Tisch und die haben spät das Essen bekommen. Eine Dame, sie war sehr unfreundlich. Und damals unsere Teamleitung, die Ramona, sie ist einfach liebevoll begegnet und liebevoll sie weiter bis zum Schluss bedient. Und das war für mich einfach, wow, wie geht das? Wie kann ich jemanden, der unfair zu mir ist, einfach in Liebe behandeln? Und ich weiß noch, ich saß da mit Ramona und ich fragte sie, wie machst du das? Ich möchte auch so eine Frau sein wie du, das kann mich so gut erinnern. Christina hat mittlerweile 2 Töchter. Die ältere ist 9 Jahre alt. Sie selbst hatte keine unbeschwerte Kindheit. Als sie 9-jährig war, verlor sie ihre nächsten Bezugspersonen. Also meine Uroma starb vor meinen Augen und 2 Monate später ist meine Mama verstorben. Mein Vater war 24 Jahre drogenabhängig und heroinabhängig und immer wieder im Gefängnis. Meine Kindheit mit ihm, also das war schwer belastet, also keine Vater-Tochter-Beziehung. Also ich habe mich immer alleingelassen gefühlt, ich habe mich immer irgendwie nicht angenommen gefühlt. Ich war natürlich, ich muss tapfer sein, ich muss kämpfen. Ich brauche niemanden, ich schaffe das alles alleine, weil das mir vom Früh auf halt so beigebracht worden ist. Was Emotionen zeigen, das war für mich sehr, sehr schwierig. So irgendwo weinen vor anderen Menschen oder vor meinem Mann. Meine Mauern waren sehr, sehr groß. Das war sehr, ich glaube, schwierig für einen Partner, für Familie, für mich selber. Christina möchte mehr über den Glauben von Ramona erfahren. Sie begleitet sie in einen Gottesdienst und erinnert sich, wie sie Gott zum ersten Mal erlebt hat. Das war ein sehr beeindruckender Moment. So als hätte Gott zu mir gesprochen in dem Moment, dass das jetzt dieser Tag der Entscheidung ist. Ich habe sehr diese Wärme gespürt durch meinen Körper, als würde die Sonne so auf mich strahlen. Man sieht so klar, das ist wie eine Schleier, die vom Augen weggezogen wird. Und was sich verändert hat ab diesem Tag, ich war total überfüllt von Freude und Gott hat mich einfach, ja, überwältigt.
Auch ihr Ehemann Dennis spürt eine Veränderung. Aus ihr hat es gesprudelt. Sie hat geleuchtet, sage ich jetzt mal, wirklich. Und hat mir erzählt, und völlig euphorisch und emotional. Ich war geschockt. Ja. Sie hat mir von einem Jesus erzählt, sie hat mir von der Bibel erzählt und ich hatte damit noch nie Berührung. Bin ganz anders aufgewachsen. Ich habe mich dann eher mal ein bisschen zurückgezogen und war total erstmal abweisend. Ja, es hätte ein bisschen gedauert, aber dann hätte man auch Sachen bemerkt. Streitsituationen beispielsweise. Sonst immer sie kalt, abweisend, Block, Wand, Mauer. Und jetzt auf einmal so auch verständnisvoll auch versucht, das Ganze aus meiner Sicht zu sehen. Also, woher? Ja, woher kommt das jetzt? Also ich habe das angenommen, okay, ich finde es super, ist jetzt verändert, toll. Für mich positiv, ohne dass ich was gemacht habe. Ich wusste nicht, was eine gesunde Familie überhaupt bedeutet. Und dort, in Café Element, habe ich das wirklich erleben dürfen, was es bedeutet, eine Familie zu sein. Miteinander beten, miteinander Spaß haben, füreinander da zu sein, egal was ist. Und sie haben mich geliebt, so wie ich bin. Diese Liebe zu spüren, und das war eine übernatürliche Liebe, das ist das, was einfach mein Herz verändert hat. Dadurch kann sie sich auch der eigenen Vergangenheit stellen. Dieses Jahr habe ich wirklich vergeben können meinem Papa. Ich hatte über ein Jahr überhaupt keinen Kontakt. Und vor ein paar Wochen hat er mich angerufen. An diesem Abend habe ich so geweint. In 29 Jahren habe ich es mit mir rumgetragen. Ich habe mich immer wieder entschieden zu vergeben, aber es war trotzdem da. Und von heute auf morgen hat Gott einfach das wie in Luft aufgelöst, was vorher so schwer auf der Seele war. Das konnte nur Gott tun, niemand anders. Ich durfte ihn in dem Moment lieben, ja. Das hätte ich nie für möglich gehalten, niemals. Ich weiß nicht, wann es angefangen hat, wo ich selber danach gesucht habe oder wusste, irgendwas ist da. Vor 2 Jahren entscheidet sich auch Dennis für den Glauben an Gott. Diese Entscheidung hat uns zusammengehalten, nochmal einfach gemeinsam zu sehen, was ist Ehe auf Gottes Ebene. Das ist heute sicherlich immer noch so, dass man hier und da sich in was verrennt. Aber jetzt weiß man, stopp, ich gehe gerade den falschen Weg. Ich muss wieder zurück und die andere Richtung einschlagen. Das Elementscafé gibt es heute nicht mehr. Doch Christinas Lieblingstasse erinnert sie an diese Zeit. Ich bin nach jedem Arbeitstag sehr glücklich nach Hause gekommen. Also ich bin wirklich, ich habe das geliebt. Ich habe das so geliebt, dort zu sein. Ich wollte eigentlich gar nicht nach Hause, weil ich einfach mich so wohl gefühlt habe dort. Ja. Das Ursprungsgebiet des Kaffee soll die Region Kaffa im Südwesten von Äthiopien sein. Darum verlosen wir heute 10-mal ein Kilo Talem-Kaffee, der direkt aus Äthiopien kommt. Alle Gewinner kommen 4 Säckchen mit verschiedenen Bohnensorten über. Alles, was sie dafür machen müssen, beantwortet sie folgende Frage richtig bis am nächsten Donnerstag. In welcher Stadt hat Marco Briotti seine Rösterei? In einer Woche trifft Rudi Osoran, der Künstler und Hotelier Heinz Julen, ein Zermatter Original. Und in 2 Wochen begrüße ich Sie wieder. Dann geht es um Pensionierte, die voller Tatendrang und Lebensfreude sind. Das wäre es für heute. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch und Hugentobler Schweizer Kochsysteme, der Partner für innovative Küchenkonzepte und wirtschaftliches Küchenmanagement.